Hallo ihr Lieben und willkommen in meinem neuen Do-It-Yourself-Video. Dieses Mal werden wir diese zwei lustigen Emoji-Anti-Stress-Bälle basteln. Der eine aus Mehl, der andere aus Schleim. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, die sind so toll, wenn man die dann in der Hand hat und man ganz gestresst ist. Der eine mit Mehl ist so richtig hart und man will es nur rumboxen und dafür ist der schleimige dann so richtig weich und man kann so richtig mit den Nägeln da reingreifen. Als erstes machen wir den Anti-Stress-Ball mit Mehl. Der erinnert mich so sehr an meine Kindheit. Wir haben das so oft bei Geburtstagen gemacht. Ihr auch? Als erstes braucht ihr natürlich Luftballons. Dann Mehl. Noch eine Plastikflasche und dann natürlich etwas, um das Ganze dann zu bemalen. Ich wollte eigentlich diese Marker von Edding benutzen, aber die haben bei mir überhaupt nicht funktioniert. Am Schluss habe ich einfach Nagellack benutzt. Als erstes braucht ihr einen Trichter. Ich habe meinen aus Papier gebastelt. Der kommt dann auf die Flasche und so bekommt ihr den ganzen Mehl da rein. Als nächstes nehmt einen Luftballon. Den müsst ihr dann aufblasen und die Öffnung dann zudrehen. Die Öffnung kommt dann auf die Flasche und ihr werdet sehen, keine Luft kommt raus, da ihr vorhin alles verdreht habt. Jetzt geht das Mehl ganz einfach in den Luftballon rein. Wenn ihr dann fertig seid, nehmt einfach die Flasche ab und langsam müsst ihr dann die Luft rauslassen. Ich habe das jetzt ein bisschen schneller gemacht, damit ihr auch nicht hier lange warten müsst, aber wirklich lässt es ganz langsam raus. Schneidet jetzt die Öffnung vom Luftballon ab und macht dann das gleiche bei einem neuen Luftballon. Leider hat die Kamera genau in diesem Moment aufgehört zu filmen. Aber für mehr Sicherheit benutzen wir dann sowieso einen zweiten Luftballon. Also zeige ich euch hier das Ganze noch einmal. Mit den Fingern streckt und dehnt ihr den Luftballon so, dass ihr den dann über den ersten Luftballon ziehen könnt. Und der Anti-Stress-Ball ist eigentlich schon fertig. Ihr könnt ein bisschen Kleber benutzen, damit das Ganze auch besser hält. Jetzt fangen wir an, den Anti-Stress-Ball in einen Emoji zu verwandeln. Wie ihr seht, fing ich zuerst an mit einem weißen Marker, aber der hat überhaupt nicht funktioniert. Also habe ich mich einfach für Nagellack entschieden. Als erstes macht ihr mit Weiß das Auge. Mit einem schwarzen Marker macht ihr zuerst das zwinkernde Auge und dann den Mund. Mit dem gleichen Marker umrandet dann das weiße Auge und macht dann die Pupille in der Mitte. Jetzt gehen wir an die Zunge. Für die habe ich einfach rosaroten Nagellack benutzt. Der Nagellack wird sich wahrscheinlich mit dem Schwarz verschmieren. Aber keine Angst, ihr lässt das einfach gut trocknen und dann mit einer zweiten Schicht könnt ihr das korrigieren. Wenn ihr mit etwas nicht super happy seid, könnt ihr es einfach mit einem bisschen Alkohol und einem Wattestäbchen korrigieren. Ich entschied mich, den Mund und die Zunge ein bisschen größer zu machen, damit es auch zum Auge passt. Und
Challenge und seid ihr fertig mit dem ersten Emoji-Anti-Stress-Ball. Das war einfach, oder? Der zweite Anti-Stress-Ball sieht leider nicht so cool aus wie der erste. Dafür ist er aber viel weicher und sowas von cool in der Hand. Den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Der Trick ist, er wurde mit Schleim gemacht. Dafür braucht ihr wieder einen Luftballon, etwas Bastelkleber, dann noch etwas Waschmittel, wieder eine Plastikflasche und ein kleines Messer, um die Plastikflasche dann zu schneiden. Gebt als erstes den Bastelkleber in einen kleinen Behälter. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich einen anderen Bastelkleber benutze. Ja, Schleim ist eigentlich gar nicht so einfach herzustellen. Und beim ersten Mal ist es dann super hart geworden irgendwie und überhaupt nicht schleimig. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber ein zweites Mal musste ich daran. Ich wollte dem Ganzen ein bisschen eine rosarote Farbe geben, darum habe ich dann noch ein bisschen Acrylfarbe dazugegeben. Und ran geht's an Schleim. Gebt ein bisschen vom Waschmittel langsam in den Kleber. Gebt nicht alles auf einmal, sondern gebt immer mehr und mehr dazu. Ihr werdet auch gleich merken, dass das irgendwie ganz schleimig wird. Dann fing ich an, das Ganze mit den Händen zu kneten. Aber ich glaube, da war ich einfach ein bisschen zu schnell und eigentlich sollte da noch mehr Waschmittel rein. Das habe ich dann auch so gemacht. Aber egal, es war ja schon auf den Händen, also ran ans Kneten. Und ich warne euch, das wird schon eine ganze Weile dauern. Und am Schluss, also wenigstens bei mir, haben die Arme sowas von wehgetan. Ja, aber ich mache ja sowieso keinen Sport, also ja, das war so mein Fitness of the Day. Wenn ihr dann die Farbe noch ein bisschen intensiver machen wollt, könnt ihr es trotzdem noch machen, obwohl eigentlich der Schleim schon gemacht ist. Dafür habe ich einfach die Acrylfarbe da reingetan und dann noch ein bisschen Waschmittel und einfach alles einmassiert. Am Anfang sieht es ganz komisch aus, als ob es nicht funktionieren wird, aber nach ganz langem Massieren und Reinkneten und alles sieht es dann wieder ganz perfekt aus. Und wie ihr wisst, weiterkneten und weiterkneten und weiterkneten, bis ihr dann einen tollen Schleim habt. Die Flasche ist dafür da, dass man aus ihr einen kleinen Trichter macht. Und so wird es so einfacher, den Schleim rein in den Luftballon zu bekommen. Das Schleim müsst ihr dann so richtig in den Luftballon reinstopfen. Da gibt es kein besseres Wort als so richtig reinstopfen. Da es irgendwie so einen Widerstand gibt und nicht wirklich rein will, aber wenn ihr dann die ganze Zeit da rumknetet und reinstopft, dann kommt es auch wirklich alles rein. Wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr einfach den Trichter abnehmen und bei mir ist leider der Luftballon ein bisschen kaputt gegangen, aber ist auch nicht so schlimm. Und ihr könnt den Schleim einfach nach unten ziehen und dann einen Knoten machen. Und ran geht's ans Emoji. Ich kann euch jetzt schon sagen, hier können wir leider keinen Nagellack benutzen. Also hier können wir nur mit Marker arbeiten. Und da bei mir der rosarote und der weiße so schlimm war, habe ich einfach ein Design genommen, das einfach nur schwarz ist. Ja, und das ist es auch schon. Ihr seht danach noch ein bisschen vom Rot, wenn ihr da so richtig reingreift. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welches von beiden euren Lieblings-Emoji-Anti-Stress-Ball ist. Das würde mich nämlich super interessieren. Und bis zum nächsten Mal.